So, das hier ist nur ein kleines Infovideo, aber natürlich hauptgerichtet an alle Abonnenten und alle, die neu dabei sind. Also im Prinzip an jeden. So, wie ihr mitbekommen habt, wir haben jetzt die Custom Games eingeführt mit Preisgeldern. Wie viel Geld es sein wird, ist immer verschieden. Also am Anfang natürlich mit weniger. Ich will ja jetzt nicht unbedingt auf dieses Custom Game eingehen, aber ich will auf jeden Fall erstmal keine Custom Games machen, wo eine Runde quasi ein Gewinner und der kriegt alles. Sondern ich will sowas quasi machen wie so eine kleine Saison. Sei es jetzt eine Woche, ein Wochenende, zwei Wochen oder einen Monat. Erstmal ein bisschen reinfinden. Wir fangen halt, ich sag's jetzt doch, wir fangen erstmal an mit zwei Wochen, mit einem kleinen Startgeld und erstmal gucken, wie das sich alles so einfindet. Weil das hat auch den ganz einfachen Grund, der Kram kostet Geld. Weil ich habe keinen Sponsor, ich kann nicht sagen, hört mal, ich gebe euch hier 20 Euro Amazon, 50 Euro Amazon, 100 Euro Amazon. Wenn ich den Sponsor habe, werdet ihr das sowieso mitbekommen, weil ihr seht es dann in den Videos. So, was hat es auf sich mit den Custom Games? Wie gesagt, ist einfach nur ein Community Game, wo quasi jeder Sieger notiert wird, samt den Kills. Und wer am Ende der Laufzeit quasi die meisten Kills hat, die meisten Sieger hat, so, der kriegt halt das komplette Preisgeld erst einmal. Kann sich nachher auch staffeln, alles ist da möglich. Hauptsächlich geht es halt jetzt erstmal um die Regeln. Also eine Hauptregel wäre schon mal eigentlich, es wäre schön, wenn du Abonnent wärst. Dann die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren ist in dem Fall wirklich langsam wichtig. Weil wenn ich live gehe, bekommst du halt die Benachrichtigung, dass ich live bin, was in der Regel dann bedeutet, paar Custom-Runden werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, in jedem Stream machen, außer es ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Aber da werde ich natürlich für sorgen, dass da so ein gesundes Gleichgewicht da ist. Dass ich trotzdem noch mit normalen Team spielen kann oder auch mal ein Du dazwischen drücke. Dass halt nicht jetzt der ganze Kanal bzw. die Livestreams nur sich um Custom Games drehen. Also da werde ich schon ein bisschen drauf achten, weil sonst wird es halt in Anführungszeichen für die etwas schlechteren und jüngeren Spieler auf Dauer halt zu langweilig. Kann ich auch vollkommen verstehen, weil ich denke mal, sobald es wirklich um Geld geht, dann kommen auch paar neue Schwitzer dazu. Ist einfach so. Ist logisch. Die sehen da ihre Chance. Wart mal ab, der Community zeige ich es, die nehme ich gerade mal alle hops. Klar, dann haben wir zwar einen mehr in der Community, aber das Ganze wird natürlich wieder ein bisschen schwieriger. So, zu den Regeln. Wir haben es heute schon direkt erlebt, in den ersten Custom-Runden, es wurde geteamt. Und das im Solo-Modus. Das war natürlich eine tolle Erfahrung. Für alle würde ich sagen, wir waren glaube ich, lass mich lügen, 25 Leute. Und wir haben direkt darauf reagiert. Einen habe ich nämlich, weil ich habe nämlich zufällig dann genau die beiden auch gesehen, die geteamt haben. Ich habe direkt beide gemeldet, weil so etwas dulde ich wirklich absolut nicht, weil ihr dürft nicht vergessen, das Ganze fällt auch auf mich zurück. Weil in Anführungszeichen, ich bin Creator, was bedeutet, ich stehe dahinter, was Fortnite macht, beziehungsweise Epic Games. Was bedeutet, gegen Cheater, gegen Hacker, gegen Leute, die Glitches benutzen, muss ich alles gegen vorgehen, in Anführungszeichen, beziehungsweise darauf hinweisen, es ist nicht in Ordnung und ich möchte das Ganze nicht in meinen Streams haben, nicht in meinen Kommentaren oder sonst irgendwo, was mit mir persönlich zu tun hat. Weil ich will da absolut kein Risiko eingehen, dass ich irgendwo einen Strike bekomme und irgendwas verliere. Ich denke mal, das könnt ihr auch alle verstehen, denn ihr würdet genauso reagieren. Genauso ist es halt auch mit den Ausdrücken und hast nicht gesehen. Deshalb ist das Team definitiv verboten. Ich sag's nochmal, es ist verboten. Wenn ich es rausfinde oder selber sehe, dann wird derjenige gemeldet. Im schlimmsten Fall verliert ihr euren Account. Das bedeutet, ihr könnt nicht mehr auf euren Account zugreifen. Alle Skins, die ihr gekauft habt, sind weg. Weil es einfach eine Community-Richtlinie ist, dass Teamen verboten ist. Es ist kein Geheimnis, es ist im Solo-Modus verboten, es ist im Duo-Modus, mit anderen Duos zu teamen ist verboten, teamen an sich ist verboten. Weil wenn wir jetzt einfach mal hier hingehen, wir gehen hier einfach mal auf Spieler melden,
Missbrauch der Kommunikationsfunktion bedeutet, ihr vergewaltigt euer Headset in Anführungszeichen. Dann beleidigender Name, könnt ihr euch vorstellen, was da alles da drin stehen könnte. Dann ist schon der dritte Punkt mit den Gegnern verbündet, was einfach nicht erlaubt ist. Dann Belästigung kann auch sein, hat versucht etwas zu verkaufen, hat mich geärgert, schikanierende Beispielweise, ja gut, das hier finde ich ein bisschen, ja gut. Dann unangemessene Sprache, heißt Kraftausdrücke verwendet, deshalb passt da ruhig bitte auf, weil ihr habt halt nur diesen einen Account. Ich gebe euch halt wirklich allen nur den Tipp, passt da auf. Weil ich denke mal, jeder hat auf seinem Account inzwischen so ein paar Euro reingesteckt. So, das war das. Eigentlich, sonst gibt es keine Regel. Also mir persönlich fällt jetzt keine ein. Falls irgendeinem noch eine Regel einfällt, die man einführen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Weil das hilft uns natürlich allen weiter. Ich werde diese Nachricht dann quasi oben anpinnen, wenn wir noch mehr haben. Aber grundsätzlich ist sonst eigentlich, wüsste ich jetzt nichts, sonst ist alles erlaubt. Weil Team ist eigentlich das Einzige, was halt wirklich gegen die Regeln spricht. Campen ist in meinen Augen erlaubt, weil, ganz ehrlich, Ziel des Spiels ist, die Runde zu gewinnen. Wie ihr das am Ende macht, das liegt in eurem Ermessen. Ist natürlich auch klar, wer die Runde gewinnt und derjenige hat irgendwo aus dem Busch geschossen, der wird im Stream keine Freunde finden. Aber Ziel des Spiels ist, als Letzter zu überleben. Dann vor allem keine Ausdrücke anderen Gegenspielern gegenüber. Habe ich zwar eben schon mal gesagt, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Wenn ihr seht, der und der hat mich gekillt, hört auf im Chat dann darüber, dieses blablabla hat mich niedergemetzelt und. Es ist ein Spiel, wenn man ein Spiel gewinnen kann, kann man das Spiel auch verlieren. Denkt einfach dran. So, dann was die Skins betrifft. Ich habe gesagt, eigentlich bei 2500 Abonnenten gibt es eine Verlosung. Das Ganze machen wir jetzt anders. Ihr seht schon, ich habe 800 V-Bucks weniger zu gestern. Ich habe im Stream selbst einfach spontan eine Verlosung gemacht. Das Ganze werde ich jetzt immer im Shop anmelden, wenn ich quasi im nächsten Stream einfach was verlose. Ich will jetzt einfach die belohnen, die wirklich konstant dabei sind. Sei es in Videos, in den Streams. Ich möchte einfach die belohnen, die mich wirklich konstant, sage ich jetzt mal, supporten. Nicht die, die irgendwie zufällig mal reinkommen, weil sie sehen, ah, Verlosung, kann natürlich immer noch passieren, um Gottes Willen. Aber so kann ich das Ganze ein bisschen eingrenzen. Heute hat zum Beispiel einer wieder einen Skin gewonnen, nämlich, wo sind wir? Die Aura. Sehr beliebter Skin. Hatten sich auch einige gewünscht, aber nur einer konnte gewinnen. Also, ihr wisst ja, was zu tun ist. Die Freundschaftsanfrage. Falls du noch kein Abonnent bist und kein Freund von mir bist, einfach yt-familyhack eintragen. Nichts stack, sondern so. Zack, Freundesanfrage an mich selber kann ich natürlich nicht schicken, ist klar. Warum mache ich das Ganze? Damit ich euch Skins schenken kann. Skins kann ich aber nur verschenken, wenn wir schon länger als 48 Stunden miteinander befreundet sind. Also schickt eure Freundesanfrage früh genug raus, weil sonst muss ich leider den nächsten auswählen. Weil ich will halt wirklich die belohnen, die schon länger dabei sind, die länger mit mir befreundet sind und nicht welche, die komplett neu sind. Soll jetzt nicht gegen euch sein, aber Ältere haben natürlich eher, sag ich mal, den Anspruch, sag ich jetzt einfach mal. Hört sich ein bisschen blöd an, aber ist leider so. Wenn du mich natürlich trotzdem noch unterstützen willst, dann kannst du das natürlich mit einer Spende machen. Link ist immer in der Beschreibung. Oder eben mit dem Creator Code. Weil irgendwie müssen die Custom Games und die V-Bucks ja auch bezahlt werden. So, einfach yt-familyhack auf Annehmen. Guckt immer, dass der Name da oben steht. Und dann, wenn ihr euch was kaufen wollt, guckt, dass es auch da steht. Und dann macht ihr eigentlich auch nichts verkehrt. Muss nicht mein Name stehen, wäre natürlich nett. Aber ist keine Pflicht. So, dann damit haben wir das. Wie gesagt, wenn du noch komplett neu bist, gerne ein Abo da lassen. Glocke aktivieren, damit du die Streams mitbekommst, wann die anfangen. Freundschaftsanfrage schicken. Und natürlich dann in den Livestreams mit dabei sein. Und vor allem, ich habe doch noch eine Regel. Bitte stellt euch nicht auf anonym.
Gebt bitte euren Gamertag mit an. Das Ganze ist, glaube ich, in den Einstellungen bei Streamer-Modus, meine ich, oder? Wo ist es? Privat, da. Nee. Ah, hier. Der Anonymitätsbonus. Modus. Der muss aus sein. Weil sonst kann ich schlecht nachvollziehen, dass ihr die Runde gewonnen habt. Aber das werde ich trotzdem nochmal in jedem einzelnen Custom Game auch sagen. Von daher ist das jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, aber ich werde es halt immer wieder andeuten. So, dann erstmal wünsche ich euch viel Glück. Wie gesagt, morgen, beziehungsweise die meisten werden das Video heute erst sehen oder irgendwann. Dann werde ich den Skin verlosen. Also immer wenn hier oben so kurz vor den 800 sind, ist auf jeden Fall fast wieder eine Skin-Verlosung. Wie gesagt, ich werde es immer im Shop ankündigen. Heute ist es soweit. Und in dem Sinne sage ich jetzt mal, haut rein und euch viel Spaß noch. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Stream und euch natürlich viel Glück bei den Custom Games. In dem Sinne, haut rein.